Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar spielen wir hier Mini DayZ. Wir sind im Tutorial, ich habe vergessen auf Aufnahme zu drücken. Und ja, wir haben das Wichtigste verpasst, und zwar nur, dass mir erklärt wurde, dass ich zwischen zwei hier Joystick, also nicht zwischen Joystick und diese Bewegung entscheiden kann. Ich habe mich aber für den Joystick entschieden. Und das schon jederzeit ändern kann, wie man gerade gesehen hat. Soll wahrscheinlich jetzt langlaufen. Ja, Mini. Hey, das sieht nach Beute aus. Geh hin und sammle sie ein. Ja, vielleicht kennen schon ein paar Leute DayZ, das normale. Für Computer. Muss ich die Schaltfläche interagieren, um Gegenstände aufzuheben und mit der Welt zu interagieren. Ja, mach ich. So, hier kannst du all deine aufgesammelten Gegenstände sehen. Da. Weltrucksack. Hier, ich zeig's mal mit dem Ding. So, das ist dein Handslot. Dein Handslot, ja. Er steht immer zur Verfügung, auch wenn du keine anderen Ausrüstung hast. Tipp ihn an, um Gegenstände zu verwenden. Das machen wir mal. Dann müssen wir es vorziehen. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Verwende deinen Gegenstand im Inventar mit Hilfe von Crack. Ein Drop. Alles klar. Jo, lauf mal weiter. Ja, vielleicht kann schon mal das normale DayZ für den PC. Ein verlassenes Auto. Du kannst den Kofferraum nach Beute durchsuchen, wenn du dich von hinten an das Auto heranbewegst. Für die es nicht kennen, ist ein Zombie-Spiel. Ja, das ist ein Zombie-Spiel im 8-Bit-Modus. Also, nicht Modus. Im 8-Bit-Style. Wir haben jetzt eine Wasserflasche gefunden. Mit 0% Inhalt. Sehr schön. Und da ist ein Zombie. Ein Infizierer ist im Weg. Greif ihn an, indem du dich ihm näherst. Der Kampf wird automatisch abgehandelt. Was zum Wort. Ich renne weg. Sei halt nach mir und ich wurde getroffen, natürlich. Wieder. Jawohl. Du blutest. Fäll eine Bandage oder zerreiße ein T-Shirt, um Stofffetzen herzustellen. Ich kann überhaupt nicht. Lesen. Hier. Hallo. So. Ja, wir finden jetzt mal Bandagen natürlich. Ich will da. Das brauchen wir nicht. Bandagen. Hm. Nein. Das aus. Das rein. So, dann sind wir dann Apfel rein. So. Gut. So. Hier ist mein Haus. Und da mache ich rein. Die Bandage. Haben wir mal nichts. Haben wir was Waffe, deswegen macht es gerade keinen Sinn. Ich suche mal eine Uhr. Das ist eine Schusswaffe. Üblicherweise findet man welche in Militärgebäuden. Doch zu unserem Glück liegt hier eine. Sehr schön. Ist mit dem Bild im Weg. Ich muss mal nachladen. Wechsel zwischen Nah- und Fernkampfmodus. So wechsle ich. Und nachladen. Ah, ich bin nicht ganz so. Okay, ich lasse mal Face frei. Ja, sind die denn von mir? So, sehr schön. Aber lass mal hier. Ist hier? Angriffsweste, die. Ich ziehe gleich mal an. Ich wünsche auch den Apfel mitnehmen, weil die Westzimmer hier oben. Hier oben. Mach nochmal extra Slots. Und zwar zwei bei uns in unserem Fall. Ich möchte was essen. Na dann. Hör mal rein. Ich hätte gerne das. Und ein bisschen aufteilen. Und zwar alles auf den Wochen durch mal Rutsch gerne oben in den Westbecken. Klingt so nachvollziehbar. Eine Wasserpumpe, du kannst daraus trinken und deine Feld- und Wasserflaschen daran auffüllen. Das machen wir doch wirklich. Ja,
Wir fangen mal mit dem Kofferraum ein, was nämlich der Kofferraum ist. Ich möchte etwas trinken, ja, genau. Und wie das so loskommt, der Schatten. Wir füllen mal nach. Und hier füllen wir nach. Was auch immer so. Und in die Tür verstoßen. Und haben die jetzt im Inventar, das ist sehr schön. Und das ist ein bisschen frischer. Und du hast gekloppt, deine Pipsi. Ich will aber jetzt was halt gemeint ist. Du kannst Bären an bestimmten Sträuchern ernten. Ziehe dich einfach um. Du, oh Mensch. Da ist ein Bären. Dann nehmen wir die gleich mal mit. Die Nehmer haben keine Schlupfer frei. Da ist ein Apfel da, mit Bären drauf. Ganz lecker, ganz Äpfel. Dann kosten wir die Hand aus. Dann müssen wir weg zum Besten. Solange du überlebst und Feinde tötest, erhältst du Erfahrungspunkte, XP, mit denen du Perks freischalten kannst. Perks. Machen wir hier. Wähle einen Perk aus und tippe auf das Plus-Symbol. Der Perk bleibt aktiv, bis dein Charakter stirbt. Wollen wir mal vorlesen? Will ich vorlesen? Wir machen jetzt einfach mal hier, ich mache ja später noch ein bisschen Space. Kann ich das mal vorlesen? So. Ja, und das hin. Jetzt ist da oben. Ja. Da oben dahin. Das kann ich schon mal Aufnahmesymbol zeigen. Und die Angriffshefte hält noch 25% aus. Jo, alles klar. Feuerwerksbomben, die nehmen die aber mit. Repariere dieses Boot mit einem Holzstapel, um weiter zu reisen. Fälle einen Baum mit deiner Axt, um einen Holzstapel zu bekommen. Das machen wir doch gleich mal hier, die Baum sieht doch beide ziemlich dafür aus. Wir gucken mal, ob es so schnell ist, wenn man da kommen kann. Jetzt geht anscheinend nicht mehr, wir müssen die großen Bäume. Also die hervorgehobenen Bäume, die nur einzeln stehen. Keins wird mehr frei. Dann haben wir die Bären weg und die Wasser. Und den Holzstapel dahin. Wir reparieren. Und da kommt jemand, da kommt sogar zwei. Oh mein Gott. Ich bin freundlich, sagen wir. Der andere wird gut. Und zieht auf uns. Danke, dass du das Boot für uns repariert hast. Willkommen zu Mini Daisy. Ja, und das ist ziemlich schön. Ja, und das war das Tutorial. Ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht mehr so wirklich, wenn man die Charakter an. Überlebende 1. Startausrüstung. Jeanshose und T-Shirt. Freigeschaltet. Perks. Keine. Ja. Das haben wir. Ein paar. Billy der Rote. Ja, das war's. Zu diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann like und ich freue mich schon das nächste Mal, denn das nächste Mal beginnen wir den Let's Play bei einem neuen Spiel. Ja, wie gesagt, das war jetzt das Tutorial und bis zum nächsten Mal. Ciao.